Das muss noch heilen. Du warst bei der Gesandtschaft. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschälle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Das Bollwerk. Was macht das Bollwerk so uneinnehmbar? Es besteht aus Felsblöcken, die jedem Frontalangriff standhalten. Keine Armee oder Maschine ist je hineingelangt. Nur ich allein kann dich dort hineinbringen. Wenn wir fertig sind mit Reden. Der Weg zum Bollwerk. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Ja, der scheint echt gut verbittert und angepisst zu sein. Na gut, man kann verdenken, der hat Namen verloren. Ja, also. Den Schneefall kann ich besser sehen. Sei begrüßt. Du, Brände. Komm, wir handeln. Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Den Nagt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja, der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Karja verlangen. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Wenn der Häuptling jemanden überzeugen will, schafft er es. Scheint eine hohe Meinung von seinem Häuptling zu haben. Kann ich bisher noch nicht so ganz. Voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie. Oder schleich dich vorbei. Ich folge dir. Junge, geh doch mal da weg. Ich bin ganz kribbelig. Ich muss mal wieder trainieren. Ach, jetzt geht's auf einmal. Was gibt's Neues? Ich könnte was essen. So, wie machen wir das nun? Kann ich jetzt einfach hierher locken? Wir probieren es einfach. Ich bin hier nicht allein.
Komm her und guck nach. Bringen wir ihnen Respekt bei. Zurück. Eindringling. Waffen raus. Ziel getroffen. Mit Ehre. Ich halte dich auf. Wow. Hast du nach diesem Kampf? Dann machen wir es halt so. Wo hat denn die andere Plumse gemacht? Hier liegt sie. So, die haben wir schon. So, ich glaube, das hat ihm gefallen. So, kann man hier noch? Stopp! Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecoti will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Mehr Rebellen. Oder Lichtung. Geh voraus. Irgendein Zeichen vom Feind? Schild. Wir wollen jetzt mal was gucken. Ich brauche eine Pause, um was zu essen. Ein Drink könnte auch nicht schaden. Dich kann ich nicht überbrücken. Hier muss es wohl noch mehr Brotstücken geben. Hey! Aufschalten! Ein Hit, zwei Hände. Tot bist du trotzdem. Ihr habt es gehört. Hey! Ich geb Deckung. Ich habe sie. Komm auf! Komm, hau weg! Gehen wir. Funktioniert denn du? Komm mal. Oh. Hey. Das kostet aber. Okay, wir machen. Machen das mal. Oh. So, ich bin gleich wieder da. Ich hab den Namen vergessen. Wo müssen du dem am Popo rum? Nein, ich hab den repariert.
So. Gehen wir mal wieder zu KKK irgendwas. Blümchen. Einflussblüte. Nice. Moment. Ach, da hinten steht er. Jetzt können wir speichern. So. Rennt der jetzt mit oder was? Glaubt der greift den nächsten an. Ah. Weg, shit. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikoti bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Da sind wir, das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Oh. Wenn die beim Loop Kälte ertragen, kann ich das auch. Würde ich sagen, let's go. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Ich übernehme das Reden bei Tikoti. Wir werden sehen. Lass uns mal überraschen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Konzentration. Weiter so. Folge Kotalo. Müssen wir später umgucken, ja? Ist das Kotalo? Was will er mit dieser Fremden? Eine schreckliche Wunde. Blut der Zehn. Die Wunde. Wieso durfte eine Fremde hier rein? Marschall Kotalo. Ein Schlachtrücken ihn ausgelöst. Ein Jägerkiller noch dazu. Blut der Zehn. Ist der noch da oben? Na, so eine nette Begrüßung. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde...
Ersteres vorziehen. Weiß nicht, warum er das nicht ausgesprochen hat. Und Ehre. Mögen deine Pfeile treffen. Gott, ich red mal. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getratzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hecaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Ein Gebäude der Alten ist. Jetzt im unteren Bereich des Bollwerks. Dieser Tunneleinsturz, den unsere Späher am Graugipfel gemeldet haben. Ja. Was ist damit? Wie sich zeigt. Hat ein Schlachtrücken ihn ausgelöst. Ein Jägerkiller noch dazu. Blut der Zehn. Ist der noch da oben? Sein rostiger Kadaver vielleicht. Ah, guck mal, eine Küche mit Färberin. Möchtest du handeln? Ja. Aktuelle Farbe, keine Farbe. Verfügbare Farben. Ah. Ja, das finde ich jetzt aber nicht so. Ich brauche Kundschaft, also komm wieder, ja? So, haben wir hier was? Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Ja. Machen die Kinder? Krieg oder nicht? Das Jagdgebiet bleibt geöffnet. Soll das so eine Art Tätowierungsdingsbums sein, oder was? Ala, Gesichtsbemalung. Du kennst du das nicht? Guck mal, so Karcha-like, Taru.
Arge Adlige. Ah. Hilf einer Tenakt-Händlerin etwas zu verdienen. Ja, nee, du, gerade nicht. So, ja. Gucken wir gerade was. Großzügiges Lager. War doch wohl irgendwie hier. Beim Kämpfen oder Handeln. Das fällt mir ein. Ich habe nachgedacht. Hey, da sitzt einer. Das war seltsam. Du musst. Hat jemand genug Mumm, eine Partie? Nee, hier geht's auch nicht rein. Wo ist denn der blöde Ding hier? Ja. Osram Pfeilbrecherin. Panzerwanderer. Ach du Scheiße. Sicher, dass ich es mit nichts locken kann. Ja. So, wir müssen da runter. Möge deine Klinge strahlen. Und jetzt? Mal auf dem Weg ein bisschen umgucken hier. Da hinten haben wir doch was. Ich muss allein. So. Und noch mal ein Lagerfeuer. Weiter so. Guck mal, hier haben wir den da. Alles voll. Hör auf damit. Fremde, ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Oh, was willst du denn? Hoppala. Mittlerer Ausdauertrank. Das scheint hier diesmal gar nicht begrenzt zu sein, hä? Laden, also die. Na, wo ist es denn? Aller jetzt. So. Meine Vorräte sind nächstes Mal auch da. Ja, schön. Du kennst meine Waren. Komm bei Bedarf wieder. Haben wir was? Hier haben wir erstmal ein Lagerfeuer. Wichtig. Na, da haben wir es doch. Sachen für den Vorrat. So, haben wir hier eigentlich was? Waffen-Upgrade wird Frostbeulenkriegerbogen sein.
So, oh, diese scheiß Schonsflügeldinger immer. Brände. Komm, wir handeln. War's das schon, Fremde? Oh, wart's nur ab.